Hallo zusammen. Wir werfen heute erstmal einen kurzen Blick auf das Thema Werben. Das ist jetzt nur der erste Blick auf das Thema. Das liegt daran, dass uns Werben wahrscheinlich noch öfters beschäftigen werden und ich dazu mehrere Videos brauche, um das alles zu erklären. Heute geht es jetzt erstmal nur um die Grundlagen. Was sind Verben überhaupt? Bisschen Grundlegendes zum Satzbau werde ich noch erklären und dann noch ein paar verschiedene Kategorien von Verben, ja, kurz erklären oder darstellen. Sind Verben überhaupt? Sie sehen erst einmal Punkt 1, To-Wörter. Das klingt vielleicht ein bisschen kindisch oder kindlich. Das liegt daran, dass das eine Erklärung ist, die es durchaus schon in der Grundschule gibt, wenn es darum geht, was das denn überhaupt ist. Verben, To-Wörter sind also genau das Gleiche. Es geht immer darum, was jemand tut, also was jemand macht. Hier mal zwei Beispiele dazu. Einmal, ich esse einen Döner mit Pommes. Was tue ich? Ich esse. Das ist noch soweit ganz okay und leicht zu verstehen. Beim zweiten Satz klingt es vielleicht ein bisschen seltsam, wenn man fragt, was der Döner denn macht, weil ein Döner macht ja in der Regel nichts, der liegt ja eigentlich nur rum. Aber hier der Döner schmeckt gut, das ist sozusagen das, was er macht. Also er schmeckt einfach. Noch etwas Grundsätzliches zum Satzbau, und zwar geht es darum, um die Frage, wo das Verb im Satz steht. Und da ist die wichtigste Regel, dass das Verb immer auf der zweiten Position steht, also der zweiten Stelle sozusagen. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie jetzt hier so einen einfachen Satz haben wie ich heiße Thomas, dann muss das Verb immer an die zweite Stelle kommen. Bitte ich heiße, machen Sie da vielleicht so eine kleine Pause. Ich hatte mal einen Schüler, der hat immer gesagt Scheiße. Also ich heiße sehr schnell gesprochen und ich scheiße. Scheiße klingt halt ein bisschen falsch, weil das ein anderes deutsches Wort ist, was hier aber nicht gemeint ist. Hier noch ein anderes Beispiel, ein bisschen längerer Satz. Trotzdem bleibt das Verb immer an der zweiten Position stehen. Das heißt, man zählt erste Position, hier das Personalpronomen ich und dann auf der zweiten Position kommt das Verb dann. Wenn Sie das falsch machen, zum Beispiel hier das Verb auf die erste Stelle setzen. Also es ist nicht falsch, aber das ist kein normaler Satz, das ist dann automatisch eine Frage. Also wenn Sie sagen, habe ich eingekauft, dann ist das für Deutsche automatisch eine Frage. Auch das ist so ein Fehler, der sehr gerne gemacht wird. Da habe ich immer wieder Schüler, die dann sagen, heiße ich Mohammed, habe ich drei Kinder oder so etwas. Und das sind dann automatisch immer Fragen. Deswegen hier bitte darauf achten, wo Sie das Verb hinschreiben. Hier habe ich noch ein Beispiel. Sie haben vielleicht schon das vorherige Video zum Perfekt gesehen. Hier, das ist ein Satz im Perfekt. Auch hier steht das Verb auf der zweiten Stelle. Beim Perfekt ist es allerdings eine Besonderheit. Wir haben sozusagen zwei Verben. Einmal hier vorne an der zweiten Position das Hilfsverb sein oder wie hier haben und dann am Satzende das normale, sage ich jetzt mal, Verb oder das richtige Verb in dem Satz. Hier zum Beispiel feiern. Noch eine Sache zur ersten und zweiten Position. Hier oben hatte ich ja immer ich und er oder wir. Das ist ja dann relativ kurz. Man kann allerdings auch die erste Position mit etwas längerem ausfüllen. Hier zum Beispiel meine wunderschöne Frau. Das sind drei Wörter, sogar ein bisschen länger. Trotzdem zählt das alles hier als Position 1 und deswegen muss das Verb hier an die zweite Stelle kommen. Also zweite Stelle heißt nicht automatisch zweites Wort. Es können hier durchaus mehrere Wörter vorne stehen, sodass das hier dann als Position 2 zählt, obwohl es nicht das zweite Wort ist. Ich habe Ihnen hier jetzt noch als Beispiel drei Sätze hingeschrieben. Die meinen alle soweit das Gleiche. Lesen Sie sich die vielleicht gerade mal eben schnell durch und überlegen mal,
Welcher Satz ist richtig? Vielleicht können Sie auch das Video einfach mal kurz pausieren. Sie haben hier den identischen Inhalt. Grün habe ich den Peter gemacht. Das ist die Person, der hier etwas oder die hier etwas tut. Die Verben habe ich wie immer rot markiert und dann einen Computer und im Supermarkt habe ich noch ein bisschen anders markiert, damit man es besser sieht. Wenn Sie sich jetzt fragen, welcher Satz ist richtig, 1, 2 oder 3, die sind alle drei richtig. Warum sind die richtig? Sie sehen hier immer das Verb hat oder das Hilfsverb hat, was Sie vom Perfekt her kennen, steht immer an der zweiten Position. Hier Peter ist die Position 1, dann kommt hat Position 2. Im zweiten Satz haben wir einen Computer. Das zählt alles als Position 1. Obwohl es zwei Wörter sind, ist es Position 1. Und hier das Verb hat ist wieder auf der zweiten Position, steht also richtig. Und das ist auch im dritten Satz der Fall. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Sätzen? Es geht eigentlich nur darum, was Ihnen jetzt vielleicht wichtiger ist oder was Sie halt gerade am liebsten ausdrücken wollen. Also hier zum Beispiel die dritte, da könnte man zum Beispiel betonen, im Supermarkt hat Peter einen Computer gekauft. Falls jemand zum Beispiel fragt, wo Peter diesen Computer denn gekauft hat, dann wäre das vielleicht die Antwort, wenn Sie das ein bisschen betonen wollen, dass das im Supermarkt passiert ist. Trotzdem sind alle drei Sätze richtig. Wahrscheinlich, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn der schönste Satz oder der beste Satz, sagen die meisten Leute hier die Nummer 1. Das ist sozusagen das, was ich immer Standardsatzbau nenne. Also Sie haben vorne die Person und danach sozusagen, was da passiert. Wie das genau aufgebaut ist, kommt noch ein bisschen später in einem anderen Video vor. Jetzt reicht für uns erstmal, dass das Verb immer an die zweite Position gehört. Ich habe anfangs ja schon gesagt, dass wir in diesem Video ein bisschen uns die Verben angucken, welche Kategorien oder Unterteilungen es da gibt. Und wir fangen mal an mit Verben mit Vorsilben. Vorsilbe sehen Sie hier vorne in Blau an diesen Verben. Man sagt auch Präfix dazu. Also Präfix und Vorsilbe, das ist genau das Gleiche. In Rot sehen Sie den Wortstamm. Hier zum Beispiel kaufen und holen, das sind wahrscheinlich Verben, die Sie kennen. Also das Präfix hängt sozusagen immer vorne am Wortstamm dran. Das hat folgende Konsequenzen für uns, wenn wir uns jetzt mal hier ein paar Beispielsätze angucken. Ich hole dich morgen vom Bahnhof ab. Das ist das Verb abholen. Und Sie haben das Präfix, das wird sozusagen abgeschnitten und hinten ans Satzende gestellt. Also hier das ab kommt ganz nach hinten an den Satz. Das gleiche beim zweiten Beispiel mit einkaufen. Der Wortstamm, das kaufen, bleibt an der normalen Verbposition, also an der zweiten Position, muss natürlich noch verändert werden. Also Sie sagen nicht, ich kaufe morgen, sondern ich kaufe morgen, damit die Form richtig ist. Und das Präfix, das ein, kommt ganz ans Ende vom Satz. Ich habe hier beim zweiten Beispiel extra einen ziemlich langen Satz genommen, also morgen im Supermarkt die Lebensmittel für die ganze Woche ein. Das ist ein etwas längerer Satz, um Ihnen zu zeigen, dieses Präfix kommt einfach ans Ende vom Satz. Es ist hierbei egal, wie lang der Satz ist. Die Verben einkaufen und abholen, die Sie gerade eben gesehen haben, die gehören zur Gruppe der trennbaren Verben. Das heißt, diese Vorsilben, die Sie hier sehen, ab, an, auf und so weiter, die zeigen Ihnen immer an, diese Verben sind trennbar. Das heißt, die Vorsilbe wird, wie gesagt, ans Ende von einem Satz gestellt. Jetzt geht es darum, und zwar um das Partizip 2, das Sie schon vom Perfekt her kennen, dieses GE. Das schiebt sich, wenn Sie ein trennbares Verb haben, zwischen Präfix, also die Vorsilbe, und den Wortstamm. Was das jetzt bedeutet, dafür gibt es am besten ein Beispiel.
Meine Frau hat gestern meinen Sohn von der Schule abgeholt. Das heißt, sie haben das Präfix ab und dann kommt das Partizip 2, also ich meine damit das GE vom Partizip 2 und dann kommt der Wortstamm. Oder hier im zweiten Fall zurückgekommen. Sie sagen also nicht geh zurückgekommen oder geh abgeholt oder so oder geh abholt. Sie merken schon, ich kann das gar nicht richtig sagen. Das liegt daran, weil es sonst auch falsch klingt und dann auch falsch ist. Wenn es trennbare Verben gibt, dann gibt es natürlich auch nicht trennbare Verben. Die fangen mit den Vorsilben an, die Sie hier sehen, zum Beispiel mit BE, END, ER und so weiter. Das heißt für uns, diese Verben bleiben immer an einem Stück. Das heißt, die Vorsilbe, wie hier zum Beispiel FAIR, bleibt immer direkt an dem Wortstamm dran. Sie sagen also, ich vermisse dich, und was Sie nicht sagen, ich misse dich fair. Das ist falsch. Wahrscheinlich klingt das in Ihren Ohren auch schon irgendwo falsch, und da kann man dann durchaus nach Ihrem Gehör oder nach Ihrem Sprachgefühl gehen, sozusagen. Noch eine Besonderheit beim Perfekt, wenn es um nicht trennbare Verben geht. Und zwar haben diese nicht trennbaren Verben kein GE. Das heißt, sie haben eine Partizip-2-Form, aber die erkennen sie nicht so einfach wie, sage ich jetzt mal, das normale Partizip-2, weil sie hier kein GE stehen haben. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Mein Papa hat mir eine Geschichte erzählt. Das ist auch im Perfekt geschrieben. Sie haben auch ein Partizip 2, dieses erzählt. Sie erkennen das nur nicht so gut, weil es da kein GE drin gibt. Also es ist ein Partizip 2, aber es hat halt kein GE drin. Das heißt, wenn Sie sich vielleicht mal diesen Satz hier angucken, dass hier, mein Papa hat mir eine Geschichte erzählt, das ist falsch. Also Sie schreiben kein GE zwischen Vorsilbe und den Wortstamm, also nicht zwischen das er und das zählt, das ist falsch. Wahrscheinlich klingt das für Ihre Ohren auch schon irgendwie seltsam oder nicht richtig. Ich wollte noch kurz hier auf eine kleine Ausnahme eingehen, und zwar habe ich ja gerade eben gesagt, dass es hier bei den nicht trennbaren Verben kein GE gibt. Und jetzt kann es sein, dass Sie vielleicht diesen Satz hier sehen und dann sagen, Moment, da ist doch ein GE drin. Das stimmt. Das ist also hier das GE oben von der Vorsilbe von dem Verb. Also das ist nicht das GE, was von dem Partizip 2 her stammt. Also Sie sagen nur, ich bin nach Hause gegangen. Sie sagen nicht, ich bin nach Hause gegangen. Also nicht zweimal GE hintereinander, einmal vom Präfix, von der Vorsilbe und einmal vom Partizip 2. Das bitte nicht machen. Huch, was passiert denn hier jetzt? Warum fahren wir jetzt plötzlich Auto? Das ist deswegen, weil es jetzt gleich um dieses Tier geht, was da auf der Straße steht. Und zwar nennt man das auf Deutsch ein Reh. Wir hatten eben trennbare Verben, wir hatten auch nicht trennbare Verben, und weil Deutsch eine ziemlich komplizierte Sprache ist, gibt es hier auch noch Präfixe wie zum Beispiel durch, hinter, über und so weiter, die auf Verben hindeuten, die manchmal trennbar sind und manchmal eben nicht. Das heißt für uns zum Beispiel hier, ich umfahre das Reh oder ich fahre das Reh um. Sie merken, es ist das gleiche Verb, umfahren, aber einmal ist es trennbar und einmal nicht trennbar. Im ersten Fall sehen Sie schon, ich umfahre das Reh, das um bleibt an dem Wortstamm dran. Und im zweiten Beispiel haben wir das trennbare Verb, da kommt die Vorsilbe ans Satzende. Was ist jetzt der Unterschied? Sie sehen einmal beim ersten Teil, lebt das Reh noch? Also das hoppelt da so schön rum. Oder springt, hoppeln tun die nicht. Und im zweiten Fall ist das Reh tot. Also hier, das Verb sieht eigentlich erstmal gleich aus, meint aber komplett etwas anderes. Also hier erstmal umfahren, das heißt so viel wie, ja, gegen das Reh fahren oder über das Reh fahren. Und das andere, ich umfahre das Reh.
Das würde heißen, dass sie sozusagen außen herumfahren, also links oder rechts an dem Reh vorbeifahren. Zum Schluss hier noch eine kleine Übersicht über das Thema. Ich will erst noch ein paar Worte zu der dritten Kategorie sagen, also die manchmal trennbar sind und manchmal eben nicht. Da wird natürlich oft gefragt, wie kann ich denn jetzt wissen, ob es trennbar ist oder nicht in dem Fall. Es gibt dafür ein paar Tipps, die funktionieren allerdings nicht immer und es gibt viele Ausnahmen und die sind auch teilweise nicht so leicht zu verstehen. Deswegen sage ich meinen Schülern immer, ja, das kommt mit der Zeit, das lernt man automatisch. Manchmal macht man Fehler und danach geht's besser. Zum Beispiel ist ein Tipp bei durch, da gibt es zum Beispiel das Wort durchschauen. Und zwar, guck mal, da hat das gerade in dem Fall eine konkrete Bedeutung oder eine abstrakte Bedeutung. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue durch das Fenster oder ja, ich schaue durch das Fenster durch oder durch das Fernglas. Das ist eine konkrete Bedeutung, also ich gucke durch ein Glas durch sozusagen. Es gibt allerdings auch eine abstrakte Bedeutung, wie zum Beispiel der Satz, ich durchschaue dich. Das heißt, ich weiß, was irgendjemand macht oder was der plant. Also sozusagen, als wenn sie in den Kopf sehen könnten. Das ist natürlich Quatsch. Das ist also sozusagen eine abstrakte Bedeutung. Aber hier, wie gesagt, bei der dritten Kategorie, das wird mit der Zeit automatisch kommen. Sie sehen, es sind ja auch nicht so viele Vorsilben, wo das kommt. Und die Wörter, die häufig benutzt werden, die lernen Sie mit der Zeit. Die oberen beiden Kategorien, tja, wie lerne ich das am besten? Sie sehen, die erste Kategorie, das sind eine Menge Vorsilben, die Sie lernen müssen. Ich sage meinen Schülern immer, lernen Sie nur die Vorsilben von der zweiten Kategorie. Die anderen kommen auch mit der Zeit automatisch. Also lernen Sie am besten nur die zweite Kategorie, die nicht trennbaren Verben. Das heißt alles, was hier gelb gemacht ist, weil Sie da einfach weniger zu tun haben. Lernen Sie also BM, ENT, ER, MIS, VER, CER und GE und dann sind Sie wahrscheinlich schon fast auf der sicheren Seite. Also wenn Sie wissen, die sind nicht trennbar, gehen Sie einfach mal davon aus, dass der Rest trennbar ist. Stimmt natürlich nicht immer, aber so als grobe Faustregel funktioniert das schon. Das macht die Sache für Sie vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den Übungen.